Autsch, autsch. Das ist ja gemeingefährlich. Hilfe, Bäume greifen mich an. Tja, dann sollte er sich lieber nicht unter eine Eiche stellen. Es gibt aber auch Pflanzensamen, die schweben geradezu zu Boden. Zum Beispiel eine Nasenzwicker. Ich habe keine Nase. Hier vielleicht. Vom Nasenzwickerbaum. Ja, oder vom Ahorn. Der Samen sieht nicht nur schön aus, sondern erfüllt auch seinen Zweck, nämlich sich möglichst weit zu verbreiten. Samen vom Ahorn besitzen lange Flügel, an deren Enden der Samen sitzt. Sie schweben wie Mini-Hubschrauber zu Boden. Während sich der Ahornsamen dreht, entsteht über der oberen Kante des Flügels ein Luftwirbel, der den Luftdruck oberhalb des Flügels sinken lässt, was für Auftrieb sorgt. So wird der Samen nach oben gesogen und mit dieser Technik können sich die Samen von Windstoß zu Windstoß hangeln und kilometerweit tragen lassen. Wir brauchen ungefähr einen Ausschnitt, der so groß ist, vielleicht wie ein Handy. Nicht sehr viel größer. So, dann haben wir so einen Ausschnitt. Den falten wir einmal über die Mitte. Dann falten wir den über die lange Mitte. Dann sieht das Ganze so aus. Genau, dann haben wir auch schon so praktische Schneidelinien. Und dann nehmen wir gleich mal eine her und schneiden hier unten zwei Beinchen ein bis zur Mitte. Dann sieht das Ganze so aus. Mhm. Ja. Dann schneiden wir hier oben ungefähr bis zur Hälfte ein, auf beiden Seiten. Rechts und links. Zack. Ja. Genau, dann haben wir hier praktisch so lose Enden. Und diese losen Enden, die können wir jetzt nach hinten umknicken, bis zu dieser Mittellinie jeweils. Also das, was über den Beinchen ist? Genau. Genau, und damit die nicht einfach wieder umklappen, machen wir einfach noch einmal eine Faltung nach hinten, damit die hier oben ein bisschen besser festhalten. Okay. Und dann nehmen wir einen Ahornzahn und stecken den da drauf, dann hält es sowieso. Also unsere Büroklammer. Genau. Mhm. Und das ist unser Ahornsamengewicht. Und das muss dann tatsächlich jetzt beim Fliegen nach unten. So, und jetzt machen wir einen Flügel nach vorne und einen Flügel also rechts und links jeweils. Okay, und dann sieht das so aus? Genau. Super. Ja, und dann können wir es eigentlich fliegen lassen. So, ich klaue dir das mal. Was muss man denn beachten beim Flug? Also ganz wichtig beim Flug ist, nicht so, sondern der Hubschrauber sozusagen, die Propellerflügel müssen nach oben. Mhm. Und das Gewicht muss nach unten. So wie es beim echten Ahornsamen eben auch ist. Okay. Und jetzt gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, ne? Genau, wenn ihr kein buntes Papier habt, könnt ihr natürlich einfach auch ein paar Buntstifte nehmen und euer weißes Papier mal bemalen, ansonsten natürlich auch das bunte. Dann hat jeder seinen ganz individuellen Ahornflieger. Ja.
Genau. Und Nao freut sich. Dann euch viel Spaß damit. Ciao. Auf diesem Prinzip basieren Hubschrauber und Gyrokopter, auch Tragschrauber genannt. Letzteres erinnert einen Hubschrauber, aber sein Rotor wird nicht durch ein Triebwerk, sondern durch den Fahrtwind in Drehung versetzt. Wie schön. Aber wie machen das denn die Eichen mit der Verbreitung ihrer Samen, wenn die einfach nur zu Boden fallen? Eicheln werden durch Tiere verbreitet. Wildschweine fressen sie gerne und scheiden Samenreste über den Kot aus. Eichhörnchen essen sie nicht, aber sie verbuddeln sie gerne. Und so werden ihre Samen verbreitet. Aha. So hat jede Art ihre Technik, ihren Bestand zu sichern. Genau. Sag mal, Nao, kannst du dich noch an die Pusteblume erinnern? Na klar, die war echt cool.